So, liebe Leute, willkommen zurück. Neue Folge Assassin's Creed. Wir machen hier genau weiter, wo wir gestern stehen geblieben waren, nämlich an diesem Steinkreis. Und ich würde gerne mal wissen, das ist ja diese Quest hier mit unserem Sohn. Mal gucken, was passiert. Das sind Sternzeichen. Sehr schön. Drehe das Sternmuster. Finde das Sternbild. Ah, coole Geschichte. Magi, hier ist es. Sind den Göttern verpflichtet. Wir müssen stark sein und bereit zum Kampf. Der göttliche Löwe. Okay, coole Geschichte. Alles klar, Leute, dann lasst uns mal. Wo ist unser Pferd? Hallo. So, pass auf, wir reiten jetzt mal zurück und bringen mal den Bericht zu Menahed, dass hier keine gefälschten Mumien mehr verkauft werden auf dem Markt. Alles Lager haben wir ausgehoben. Ich finde das so cool, Leute. Guckt mal. Wie da hinten jetzt die Geier um diese Leichen rum. Ich finde das mega geil. Das sind so kleine Details, die es einfach irgendwie so ausmachen für mich, finde ich. Das ist mega cool. So, komm. Folgt mal der Straße. Das finde ich übrigens auch ein sehr cooles Feature, dass man hier so reiten kann. Achtung, jetzt stoßen wir mit den Weg frei. Was ist denn los? Was ist denn mit euch? Dass die immer so auf Krawall gebürstet sind. Ja, das sind so Details, die es echt ausmachen bei solchen Spielen. Finde ich cool. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, das würde mich mal interessieren, ob ihr auch so auf so Details achtet, wenn ihr solche Spiele spielt, oder ob ihr da halt wirklich durchrusht und nur am Questen seid und rechts und links nichts seht. Gibt ja auch so Spiele, ne? Aber ich finde es schon so mit dem Schatten hier und finde ich schon cool, auch wie belebt die Welt ist. Und da freue ich mich jetzt schon auch auf Odyssey und auf Valhalla und auf die anderen Teile. Finde ich cool. Ist gut gemacht. Gut, dann gucken wir jetzt mal da vorne. Oh. So, du wartest hier. Wir gehen mal da rein. Stufe 18 wir aktuell, okay. Müssen mal gucken, wann die nächste Hauptquest. Ich glaube, ab Stufe 10 war das, ne? Weg da. Wie kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern? Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Sein Haus ist nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Pamu schätzt einen Becher Wein von Zeit zu Zeit. Okay. So, Stufe 9. Cool, da müssen wir auch mal wieder unsere Fähigkeiten angucken. Die Göttin des Gemetzels. Ja, lass mal kurz reingucken in die Quests, was wir da jetzt so haben. Drei Hauptquests. Ja, genau. Aya ist Stufe 10. Die machen wir dann als nächstes. Und diese Nebenquests Stufe 8. Hier Stufe 5. Bayeks Versprechen und versteckte Steuer. Ach genau, die müssen wir auch noch machen. Jo, dann werden wir die jetzt mal angehen. Sollte ja noch ordentlich EP bringen. Ja.
So, da hinten sitzt er. So. Nee, er schläft. Das ist sicher Pamu. Der Mann stinkt nach Bier. Na gut. Oh, danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Na gut. Er hat halt, die rennt hier oben ohne rum. Das war... War das so gewollt? Das ist ein bisschen doof für YouTube. Okay, was ist da los? Ist ja eigentlich auch so ein bisschen lachhaft, ne? Man muss hier echt drauf achten, dass hier keine Nacktheit in Spielen und sowas ist, weil YouTube da empfindlich reagiert, aber dieses Rumgemetzel, das ist alles gar kein Problem. Es ist manchmal irgendwie alles ein bisschen, naja, okay. Ihr habt nichts gesehen. Vielleicht schneide ich es auch raus. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Gut, also dann bringen wir ihn doch mal, aber ich glaube, kämpfen tut er nicht mehr hier. Auf jeden Fall nicht heute. Und nicht gleich. Ja, ich glaube, wir sind falsch. Wir müssen da vorne hier links. Ne, noch eins weiter links. Hier. Auch cool. Stellt euch mal vor, man läuft mit so jemandem irgendwo in eine Kirche rein, ne? Das ist, ich meine, das ist ja ein Tempel, das ist ja quasi deren Religion. Und dann schleppst du da so einen Vollgesoffenen auf der Schulter mit dir rum, durch die Kirche. Die Blicke werden auch überragend. Manet, das ist Pamu! Richtig. Was ist mit ihm geschehen? Sein Bedürfnis, auf Sachmet zu trinken, war größer, als gut für ihn war. Das ist ein Desaster! Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn's nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen. Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Ja, ein ordentlicher Kampf. Warum denn nicht? Nochmal, jetzt gucke ich einfach mal, ob wir jetzt hier irgendwo noch was finden. Von diesem Papyrus-Ding, aber ich glaube es eher nicht, ne? Ich glaube es eher nicht. Na gut. Jetzt trägt er ihn doch. Sau stark. So, dann sprechen wir mal mit dem Hohepriester da vorne. Ah, der hat einen Hut auf, guck mal. Der hat einen Hut auf. Eure Heiligkeit, ich will hier für Sachmet kämpfen. Du bist nicht Pamu. Er spielt immer die Sachmet. Pamu ist krank. Er erholt sich gerade im Tempel. Schön. Folge mir. Ja, der ist krank, definitiv. Auch wenn dies kein echter Kampf ist, musst du immer wachsam bleiben. Nur keine Angst. Ich werde Sachmet alle Ehre machen. Danken wir allen Gästen für ihre Anwesenheit in dieser heiligen Nacht. Den Helm hätte ich gern. Wir laden euch herzlich ein, unseren feierlichen Bräuchen beizuwohnen. Wir offenbaren euch ein Ritual, das uns schon viele Jahrhunderte... Den Helm würde ich gern machen. Und sollte das Böse zu stark sein in euren Herzen... Wird Isfet, die Unheilvolle, die Göttin Sachmet vernichten? Und Jamu wäre zu 100 Jahren absoluter Dunkelheit verdammt. Aber sind eure Herzen rein? Wird die Göttin uns beistehen und uns schützen vor den Mächten, des Chaos! Lasst den Kampf beginnen! Seit undenklichen Zeiten hat Sachmet die Löwen erneut unterwerfen. Isfets Gier behütet.
Ishet war einst die Gefährtin von Ma'at, der Göttin der Ordnung. Sie manipulierte ihre Waagschalen und fraß sich fett an den Seelen der Sterblichen. Ma'at verbannte sie aus ihrem Gerichtssaal, doch vor Hunger kehrte sie zurück. Aber Sachmet erkannte sie und ließ sie nicht durch kann nicht verlieren. Ihr Kampf währte schon 20 Tage und Nächte, bevor Sachmet die Herren des Chaos unterwarf. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück! Seht, seine Waffe brennt! Brennt mit dem Feuer der Sachmet! Sachmet, verjage unser Unglück! Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit! Sachmets Macht führt deine Hand! Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück! Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit! Ich hab ihn schon mal kämpfen sehen! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet! Sachmets Macht führt deine Hand! Lass mich! Oh, das ist gar nicht so einfach. Sachmet, kämpfe für das Leben! Shit, der trifft dann trotzdem immer noch. Der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Der Kämpfer der Sachmet. Möge Sachmet uns beschützen. Zurück. Sachmets Macht führt deine Hand. Seht. Möge Sachmet uns beschützen. Das Chaos zurück. Sachmets Macht. Führt deine Hand! Okay. Seht! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet! Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück! Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit! Sachmets Macht führt deine Hand! Onkel Bayek ist ein guter Kämpfer! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet! Ja, der ist schon ein guter Kämpfer. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit! Der Kämpfer der Sachmet drängt das Oh, Junge, Junge, Junge. Ich habe auf Sachmet gesetzt. Ihr Kämpfer kann nicht verlieren. Sachmet erneut unser Werfen. Jedes Mal trifft er mich noch am Ende. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Haben wir. Ah, war jetzt gar nicht so ohne. Du hast gekämpft wie die Blutgetränkte persönlich. Ah, die Geschichte des Priesters vom Kampf zwischen der Göttin und Ishet war neu für mich. Er hat sich die Geschichte selbst ausgedacht. Niemand kennt sie außerhalb von Yamu. Ich würde mich freuen, wenn du noch länger bleiben könntest. Aber ich weiß, dass deine Pflichten dich rufen. Ich werde mich noch von den Kindern verabschieden. Tu das. Sie mögen dich. Du bist stets willkommen in Yamu, wann immer dich deine Reisen in unsere Nähe führen. Alles klar. Behalte die Maske und den Stab der Göttin als bescheidenes Zeichen unseres Respekts. Oh, cool. Wir haben neue Ausrüstung, Leute. Wir haben neue Ausrüstung. Wo ist denn die Maske? Ah, hier. Kann die separat auswählen. Ach, sau stark.
wo ist denn jetzt die Kuhle? Hier, Sachmet-Kostüm, legendär. Ja, geil, dann können wir den Helm auch absetzen. Ah, das ist ja mega geil. Okay, cool, cool, cool. So, was haben wir denn jetzt hier noch? 223 und das ist 224. Ja gut, dann können wir das behalten, was wir haben. Ich würde hier gerne nochmal auf die Jagd gehen, so ein bisschen, um das hier und alles ein kleines bisschen zu verstärken noch. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Und was haben wir dann noch an neuen Waffen? Bauernzepter. Okay, das ist... Das werden wir verkaufen. So, wir haben 4 neue Fähigkeitspunkte, Leute. Dann gucken wir mal, was jetzt hier parieren. Das würde ich mal gerne noch mit reinnehmen. Dadurch schalten wir Waffenträger frei. Du kannst eine zweite Kanalkampfwaffe ausrüsten. Das hätte ich gerne. Sehr cool. Hochleistungskombo. Ultra-Höchstleistung passiv. Verdoppelt den Schaden deiner Höchstleistungsfähigkeit. Hochleistungs-EP passiv. Okay, cool. Das ist halt Pfeilsammler. Bogenträger. Du kannst einen zweiten Bogen ausrüsten. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Das nehmen wir auch mal mit dazu. Was finden wir hier? Verbesserter Jagdbogen. Halte R3 gedrückt, um deinen Schuss aufzuladen, die gegnerischen Schildabwehr zu durchbrechen. Verbesserter Raubtierbogen. Halte RT gedrückt, um Raubtierpfeil im Flug zu steuern. Das ist ja auch cool. Und verbesserter Kriegsbogen. Ah, ich würde eher... Und was ist das hier oben? Verbesserter leichter Bogen. Okay. Jagdinstinkt. Das hatten wir schon. Attentat-CP passiv. Okay, cool, Alter. Ich hätte aber gern diese Hoch... Ah, da brauchen wir 2. Na, dann nehmen wir das noch mit dazu. Schön, und im Inventar haben wir hier Brief von Tahira. Dann haben wir Relikt des Orakels. Okay, das haben wir in unserem Haus gefunden. Chemos Spielzeug. Und das Magi-Abzeichen. Und hier haben wir die Pfeile. Ja, coole Sache. Alles klar, Leute. Dann lasst uns mal noch weitermachen mit den Quests. Die Nebenquests wollten wir noch machen. Hier, versteckte Steuer. Das wäre die, die wir als nächstes machen wollten. Parieren. Wäre im Schildmodus gegnerische Angriffe ab, indem du B drückst. Okay. Cool. Das werden wir gleich mal ausprobieren, ne? Oh, wir müssen darüber. Das heißt, wir brauchen ein Schiff. Oder ein Bötchen. Da. Wie der Zufall so will, liegt da eins. Oh, dann sind wir heute mal ein bisschen bei Nacht unterwegs. So, können wir auf mal Schiff fahren. Alter, RT gedrückt, um schneller zu fahren. Oh, cool. Hier, ist da ein Schiff untergegangen, oder? Hier. Ah, schön gemacht. Richtig schön gemacht. So, Ziel ist in der Nähe. Wir brauchen Seenu. Ach, da ist er doch schon. Ah, und ich sehe Krokodile. Ihr bekommt kein Blut mehr von mir. Das wird Claudius sein. Ich? Habt ihr etwa... Krokodile können hier sprechen? Was es nicht alles gibt in Afrika? Das ist verrückt, ne? Warum seid ihr so wütend? Oh Gott, ich glaube, ich werde gleich... Okay. Claudius! Hey, du! Hallo! So. Bleib, wo du bist! Ist da noch irgendwo eins? Die haben aber Loot. Die müssen wir auf jeden Fall looten. Verlasse oder beende den Konflikt. Ach, da ist er! Die Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Bekommen wir hartes Leder. Da hinten ist noch eins. So, cool. Also brauchen wir Krokodile.
Kommst du da jetzt nicht hoch? Doch. Das hätte mich jetzt aber schwer gewundert. So, Claudius, was ist los mit dir? Warum hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Claudius, du bist betrunken. Ja, das bin ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Und da wird so glücklich sein. Was ist mit ihm? Das ist auch gut. So, komm her, Claudius. Auf hier. Hallo. Hallo. Junge, soll ich dich hier hochziehen oder was ist? Die Götter lieben großzügige Seelen. Ah. Oh, warte mal. Oh, halt, stopp. Da ist was. Das will ich haben. Wie war tauchen? B. Kriegsbogen. Na, guck hin. Hätte ich ja fast übersehen. Junge, du sollst doch auf dem Boot bleiben. Was stimmt denn nicht mit dir? Komm, jetzt warst du gerade oben. Gut. So, was dann wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeiten. Und irgendeine Person... Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie konnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag Na, mal, komm mit. Können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch. Meine Freundin in der Stadt wird mir das niemals glauben. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Ja, deiner. Also das verstehe ich nicht. Wie verheiratet? Ich bin noch Jungfrau. Zumindest glaube ich das. Na, ich will wirklich nichts mehr davon hören. Klärt das untereinander. Aber du verstehst das nicht. Jede Frau, die ich jemals versucht habe zu... Warum kommst du denn wieder zurück zu mir? Weil ich deinen Mann hab. Da bist du ja, mein Liebster. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen... Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, nein, nein! Nein, geht nicht! Die töten mich! Zeigt ihm, was passiert, wenn man seine Frau betrügen will. Bitte, hilf mir! Vergiss ihn. Das ist nur ein dummer Grieche. Sie haben unserem Land schon genug gestohlen. Gut, man hätte sie jetzt vielleicht auch. Meine Brüder! Du hast meine Brüder erschlagen! Dabei solltest du mir helfen, nicht ihm. Danke, vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. In Zukunft, sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Was ein Typ, ey. Was ein Typ. Alter. Okay. So, Bayeks Versprechen, das würde ich gerne noch machen. Dann werden wir Stufe 10 erreichen, dann können wir... der Hauptquest weitermachen, das ist cool. Finde die Steinkreise in Ägypten, interagiere mit ihnen. Ja gut, das ist jetzt eine längere Quest, so wie ich das sehe. Gut, dann lass mal auf die Karte gucken. Hier gibt es doch bestimmt noch was. Ach, siehste, was ist das hier? Banditenüberfall, erreiche und räume das Banditenlager. Das klingt nach Spaß. Das machen wir. Gut.
Da, frisches Gemüse, auch schön. Magi, großer Krieger, komm. Ich verkauf dir, was du willst. Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Reda hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle! Verstehe. Du bist weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich hab schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Lass mich sehen, was du hast. Komm, sieh dich um. Wenn du willst, guter Neb, hab ich auch noch andere Aufgaben. Nomadenbassar. Reda hat zahlreiche, sehr seltene Gegenstände im Angebot. Ach, das war der, von dem wir schon gehört haben, ne? Wer kommt denn... Erreiche und räume das Banditenlager. Okay. Dafür brauchen wir unser treues Ross. Und dann Abfahrt. Gut, dann machen wir das noch. Ja, dann sind wir auf jeden Fall Stufe 10. Und dann würde ich sagen, gibt es in der nächsten Folge dann die Hauptquest. Ah ja. Wobei, wenn wir uns mal hier... Ah ne, es geht nicht. Kann ich jetzt eigentlich hier mit? Reitet er dann unten weiter? Ja. Ach, cool. Ah, guck mal, hier gibt's noch. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Da hinten gibt's was. Ja, cool, er reitet weiter da unten. Guck mal, das ist ja mega gut. Da gibt's Bronze. Aber hier hat's auf jeden Fall, da vorne ist auch noch was. Also das will ich auf jeden Fall noch alles aufdecken, ne? Und so ein paar Krokodile für hartes Leder ist vielleicht auch nicht verkehrt. Oh, das ist aber ganz schön weit weg, dieses Banditenlager, oder? Da hinten hat's Gold. Gib den Weg frei! Bewegung! Los! Du da! Halt! Du da! Halt! Ja gut, wir nehmen eine Abkürzung, ne? Oh. Waren wir hier nicht schon? Haben sich wohl neue Banditen angesiedelt. Na ja, gut dann. Gehen die jetzt alle wieder pennen? Dann machen wir nämlich dasselbe wieder. Hey! Hallo. Du kannst nicht fliehen! Sagst du? Ja, kommt mal ran, Jungs. Hey, was? Ich bring dich um! Das da? Ich reiß dir die Eingeweide raus! Hier mit Schildmodus probieren, wenn er jetzt zuschlägt. Ah, ja. Ja, ich erschieß ihn! Darum hatte Reda mich gebeten. Ich sage ihm Bescheid. Ach, falsche Taste wieder. So, gibt's hier noch was zu... Aber eigentlich haben wir ja hier alles geplündert, ne? Ja. Achso, wir stehen auf der falschen Seite eben. Ja, warum kommen wir nicht aufs Pferd? So, dann lass mal wieder zurück. Beziehungsweise da ist noch so ein schönes Fragezeichen. Hier sind lauter Fragezeichen. Lass mal gucken, was dieses Fragezeichen hier ist. Wow. Oh, ich glaube. Stufe 10. Ich weiß nicht, ob die schon so...
entdeckt. Chemo-Lager, Sperrgebiet. Jetzt eine Frage, weil die hier alle Totenköpfe haben. Was haben die denn für eine Stufe? Oh, ich glaube, das ist noch nichts für uns, Leute. Ich glaube, da halten wir uns nochmal ein bisschen zurück. Das werden wir dann irgendwann mal machen, wenn wir noch ein bisschen stärker drauf sind. Ich würde sagen, wir geben die Quest mal noch ab. Jetzt sind wir Stufe 10. Ah, hier wird auch irgendwas angepflanzt. Oh, und es wird gerade wieder hell. Schön. Oh. Guckt euch die Farben an. Ist ja mega gut. So. Hey, da würde ich sagen, wir geben jetzt die Quest ab und dann können wir mal gucken, ob man vielleicht noch ein bisschen jagen kann. Beziehungsweise kann ich schon irgendwas verbessern an meiner Ausrüstung? Da brauchen wir das. Da brauchen wir noch ein bisschen. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Leder. Leder und Holz bräuchten wir, aber ich weiß noch nicht, wie man an Holz kommt. Einfach einen Baum fällen wird nicht gehen, ne? Läuft mir direkt vors Pferd, der Typ. Ein erfüllter Auftrag verlangt nach einer Belohnung, nicht wahr? Ach, cool. Du kriegst von dem dann für dies. Interagieren. Ah. Truhe, was kann ich bei ihm verkaufen? Da kann ich wahrscheinlich alles verkaufen. So, passt mal auf, dann verkaufen wir jetzt erstmal wieder die unnötigen Gegenstände. So, dann hätte ich gerne das verkauft. Das kann man verkaufen. Geschwungener leichter Bogen verkaufen wir. Den Kriegsbogen verkaufen wir auch. Holzschild 284 kann das. Dann können wir das verkaufen. Dann haben wir hier nur noch... Okay, das ist Stufe 10. Ja, sehr cool. Schild 284. Ja, dann nehmen wir das. Ist ja klar. Und Fähigkeiten haben wir gerade mal einen Punkt. Hochleistungsgut, da brauchen wir zwei. Kettenwurf. Drücke RB, nachdem du einen Gegner mit einem Höchstleistungsangriff getötet hast. Na geil. Ne, da heben wir uns die Dinger mal auf, würde ich sagen. Gut, Leute. Lass mal gucken, was haben wir noch hier? Ich würde jetzt gerne mal noch ein bisschen irgendwie... Hier vorne ist noch ein bisschen, da ist es doch, unser Pferdchen. Noch ein bisschen Material sammeln gehen. Damit wir hier mal unsere Ausrüstung noch ein kleines bisschen verbessert kriegen. Ich denke, das macht Sinn, dass wir da ein kleines bisschen drauf achten. Achtung, Entschuldigung. Wow. Natürlich habe ich mich jetzt hier so festgeritten. Entschuldigung, Entschuldigung. Wow. Da. Jetzt Krokodile, sagen sie. Ort entdeckt, Krokodilsnest. Na, da guck hin. Aha. Sehr schön. Ach, dann haben wir den Ort auch schon beendet. Na schade, ich dachte, hier wäre ein bisschen mehr Action. Was haben wir da drüben noch? Okay, hier ist nichts.
Dann können wir uns doch mal das Boot schnappen und nochmal darüber fahren. Gucken, was da drüben auf der Insel noch ist. Das sieht eigentlich ganz interessant aus. Außerdem ist, glaube ich, da ein Schnellreisepunkt, den ich gerne freischalten würde. Das mit dem Boot fahren ist ja auch richtig geil gemacht. Was ist jetzt? Was hat uns jetzt entdeckt? Ach, ein Krokodil. Okay. So, hier würde ich nämlich gerne mal gucken. Schatz plündern. Aha, hier gibt es nämlich einen Schatz. Ja, komm mal ran. Ja, toll. Ich hoffe, du bist doch das Einzige. Kriegen wir denn da eigentlich immer? Kriegen wir da auch so einen Krokodilskopf oder was? Damit lass mal kurz ins Inventar gucken. Fähigkeiten, Ausrüstung, Inventar. Hier. Krokodil. Was? Krokodilei? Kann zur Behandlung von einer Reihe von Gebrechen und Krankheiten verwendet werden. Verkauf. Ach, das sind diese unnötigen Gegenstände, die wir dann immer verkaufen. Verstehe. Verstehe. Aber noch eine Quest zu geben, irgendwas. Ja, hier. Ein Ort des Todes. Ja, dann müssen wir erstmal gucken, was das für eine Quest ist. Der Geschmack ihres Stichs Stufe 17. Aha. Das untersuche ich. Ja, mit Sicherheit, aber noch nicht jetzt. Sachmet, die Göttin der Jäger. Hier sind einige Kratzer. Über dem Bauch der Statue. Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung, aber hier hat scheinbar ein Verbrechen stattgefunden. Okay. Hier in 21 Metern. Ach, da oben. Guck mal, hier ist doch gleich ein Schnellreisepunkt. Mega nice. Oh. Und hier gibt's was zu plündern. Überreste von Fleisch und Blut. Hier war eine Leiche. Doch die Krokodile haben sie verschlungen. Ich will gar nicht wissen, was hier los ist. Auf jeden Fall sind wir da, glaube ich, mit 7 Stufen noch ein bisschen arg drunter. Deswegen würde ich jetzt hier gerne nicht so wirklich weitermachen. Aber ich will jetzt gerade mal gucken, ob es hier irgend... Ach, guck mal hier. Was ist denn das? Der läuft. Wow. Alter. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass das einspricht. Aber hier ist unser Schatz. Einen haben wir gefunden. Nicht da hoch. Ausnehmen sollst du. Weiches Leder. Sehr cool.
Hat sich doch schon gelohnt. Ist bloß die Frage, wo ist der zweite Schatz? Naja, den werden wir auch noch finden. Okay, dann lass noch mal gucken, was jetzt hier... Okay, hier wird Pelz transportiert. Hier gibt es noch mal Krokodile. Ach, siehst du, das Holz wird so transportiert. Ah, ich sehe aber gerade da drüben. Da drüben gibt es normales, weiches Leder. Dafür brauchen wir ja auch noch. Dann würde ich sagen, hole ich da noch ein bisschen, Leute. Oh. Oh, hallo. Hallo? Nee, ihr kommt hier nicht hoch. Nee? Oh, Junge. Oh. Alter. Ist aber gut. Der Expedition. Tag 1. Wir haben endlich unser Lager aufgeschlagen. Wir haben genug Proviant und Materialien für ein paar Tage. Morgen fangen wir damit an, die Ruinen zu durchsuchen. Es sollte jetzt sicher noch einen unentdeckten Teil dieses alten Tempels geben. Vorhin hörte ich etwas von den Binsen rascheln. Ach, in den Binsen rascheln. Okay. Tag 2. Nichts geschrieben. Mhm. Dann kamen die Krokodile nämlich an. Okay, Leute. Wie gesagt, ich nehme mal hier. Oh, das sieht aber auch alles andere als super aus. Ich bewege mich mal nach da drüben und würde sagen, wir sehen uns, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge. Ich gehe jetzt so ein bisschen Leder sammeln, um zu gucken, dass wir das hier alles ein kleines bisschen noch aufgewertet kriegen, unsere Sachen. Und dann können wir in der nächsten Folge mit der Hauptquest weitermachen. Freue ich mich sehr drauf. In diesem Sinne, vielen lieben Dank wie immer. Jetzt ist es hin. Vielen lieben Dank wie immer fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Vielen Dank schon mal für euren Support. Und ja, natürlich ein Abo, sofern ihr es noch nicht getan habt und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.